Seit Mitternacht kann nur noch per Flugzeug nach Deutschland einreisen, wer einen negativen Corona-Test vorlegen kann. Die neue Reiseverordnung gilt auch für Nicht-Risikogebiete, wie derzeit zum Beispiel unter anderem Mallorca. Nicht alle Tests werden anerkannt und das kann dann auch zum Beispiel für Familien noch mehrere hundert Euro Zusatzkosten bedeuten. Eine Art der Normalität kann frühestens beim Sommerurlaub ab August erwartet werden. Und daher werden die Forderungen jetzt auch lauter, die großen Ferien nach hinten zu verschieben. Mehr von Raphael Knupp. Endlich mal wieder im Café sitzen, die Sonne genießen, befreit bummeln. Viele sehnen sich nach dieser Urlaubsstimmung wie hier in Madrid und nehmen dafür einiges in Kauf. Am teuersten und zeitaufwendigsten sind aktuell die Corona-Tests. Das hat alleine jetzt für den Hinflug schon 300 Euro gekostet, für uns beide zusammen. Und das kostet uns dann nochmal 150 Euro. Wenn wir zurückfliegen, ja. Wenn wir vorher gewusst hätten, dass diese Kosten noch so hoch kommen, also dann hätten wir es nicht gemacht. Ne? Ab sofort brauchen alle Urlauber, egal woher sie kommen, auch bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test. Anerkannt sind PCR, LAMP-RNA-Schnelltest und der TMA-Antigen-Schnelltest. Nicht anerkannt dagegen sind die privaten Schnelltests aus Drogerien und Apotheken. Die Testergebnisse dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Wie lange die Regelung gilt, ist derzeit unklar. Etwas mehr Normalität beim Urlauben erwartet Kanzleramtschef Helge Braun erst ab August wieder. Teile der Union sehen das kritisch, auch mit Blick auf mögliche Wählerstimmen und regen an, die Sommerferien nach hinten zu verschieben. Hintergrund: gleich 6 Bundesländer hätten keinen Ferienspaß. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starten bereits am 21. Juni in die großen Ferien. Berlin, Brandenburg und Hamburg 3 Tage später am 24. Nordrhein-Westfalen am 5. Juni. Für Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt weniger problematisch. Hier geht es erst im August richtig los. Dennoch, planbar ist alles nicht. Die Verunsicherung ist groß. Weil die Gäste dann sagen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Die Nachfrage ist nicht nur für Mallorca, sondern, und auch nicht nur für das Osterwochenende, sondern komplett für die Reise in der Reiseindustrie rapide wieder zurückgegangen. Die Reisebranche steckt also weiter in ihrer härtesten Krise. Und noch so scheint es, ist auch für den Sommer keine richtige Entspannung trotz Hygienemaßnahmen und Schnelltests in Sicht. Damit blicken wir an den Frankfurter Flughafen. Daniel Koop ist für uns an Deutschlands größtem Flugdrehkreuz. Guten Morgen, Daniel. Tja, ich komme also zurück nur nach Deutschland mit dem Flieger, wenn ich also einen negativen Corona-Test habe. Aber wird denn das bei der Ankunft überhaupt noch mal kontrolliert, ob ich getestet worden bin? Ja, guten Morgen, Carsten. Also diese Kontrollen, die finden auf jeden Fall statt, stichprobenartig, denn der Frankfurter Flughafen ist natürlich ein großer internationaler Flughafen. So viel Kapazität wird man eigentlich gar nicht hier haben, dass man wirklich jeden einzelnen Flieger kontrolliert. Ich habe mir die Ankunftstafel gerade mal angeschaut. Vor wenigen Minuten ist jetzt beispielsweise hier eine Maschine von United Airlines aus Chicago gelandet. Mehr als 300 Passagiere, die dürften bei Vollauslastung da an Bord sein. Und in der Tat wird man sich diesen Flieger jetzt auch anschauen und wird schauen, ist ein negativer Corona-Test wirklich gemacht worden, ist der nicht älter als 48 Stunden, und sollte das nicht der Fall sein, dann könnte man die Einreise hier in Deutschland sogar verweigern. Das Ganze ist aber eigentlich Aufgabe der jeweiligen Fluggesellschaft und das im Ausland. Also das muss da eigentlich schon kontrolliert werden, und sollten die Papiere dann nicht vorhanden sein, dann dürfte man dieser Person eigentlich das Boarden überhaupt gar nicht ermöglichen. Das ist natürlich eine große Umstellung, vor allem jetzt auch für Reisende, die aktuell auf Mallorca sind. Wir haben es ja im Beitrag gehört, da gab es dann einige negative Überraschungen teilweise, weil solche Tests dann teilweise auch nicht besonders günstig sind. Die werden vom Reisenden aber ja selbst getragen. Und auf Mallorca haben wir die Informationen bekommen, dass es da ja verschiedene Säulen quasi gibt, wie man sich testen lassen kann. Auf der einen Seite beispielsweise am Flughafen, dann sind die Testkapazitäten aber auch in Palma noch einmal ausgebaut worden. Und Reisende, die beispielsweise eine Pauschalreise gebucht haben, die können sich teilweise sogar im Hotel testen lassen. Daniel, was ist denn jetzt aber, wenn ich zum Beispiel in den USA oder auf Mallorca bin und tatsächlich dann kurz vor Abflug positiv getestet werde? Muss ich dann nochmal einen zweiten Test machen, um Gewissheit zu haben? Oder aber, wie läuft das dann ab?
Also dann wird Quarantäne verordnet und dann hast du eigentlich auch nicht die Möglichkeit, einen zweiten Test zu machen. Denn das bedeutet erst einmal, dass du zurück ins Hotel musst. Und wenn du keine Pauschalreise gebucht hast, dann kann das Ganze auch richtig teuer werden. Also wenn du da beispielsweise auf Mallorca bist, lieber Carsten, dein Test fällt positiv aus, dann könnte es wirklich zu der Situation kommen, dass du dir für mindestens 10 Tage noch einmal ein Hotel buchen müsstest. Ich habe mir die Preise mal angeschaut, relativ natürlich angestiegen aktuell, Durchschnittsnacht da locker bei 100, 120 Euro. Also dann könnte ein solcher Urlaub mit einem positiven Testergebnis noch einmal richtig teuer werden. Ein Glück, dass ich nicht Mallorca oder ein anderes ausländisches Ziel gebucht habe über die Osterferien. Daniel, danke dir für die Erklärungen.